unterschiedliche Geschwindigkeit bei diesen beiden Teams. Der MSV Duisburg im Kiesbett braucht Punkte, um den Abstieg zu verhindern. Der SVWW auf der Ideallinie Richtung Aufstieg unterwegs mit neuem Torhüter Florian Stritzel, die etatmäßige Nummer 1, nach 21 Spieltagen Verletzungspause zurück. Und sein Team, der SVW in Wiesbaden in den gelben Trikots mit der ersten Duftmarke. Johannes Wurz per Standard prüft hier Vincent Müller. Der Tabellenzweite mit 5 Siegen in Serie über Mockenhaupt und Johannes Wurz zum ersten, zum zweiten und drin ist der Ball. 26. Minute, der Kapitän macht hier den Dosenöffner. Und der MSV ist eigentlich dran, will ja stabiler stehen, aber vielleicht ein bisschen zu weit weg am Ende von Wurz. Und der macht's mit dem schwachen Fuß. 6. Saisontreffer, 4. Treffer in den vergangenen 5 Partien. Der frisch gebackene Vater ist top in Form. Die Antwort des MSV über Gürt und Stritzel. Frei dann im Nachschuss. Das war ein richtig gut vorgetragener Angriff. Die SVWW-Defensive ausnahmsweise mal ein bisschen weit weg. Und Stritzel checkt ein bei seinem Comeback. Der MSV Duisburg willensstark. Dem macht der Rückstand nichts und bekommt dann hier unfreiwillige Hilfe von Stritzel. Ja, ja, ist noch nicht alles wieder in Butter bei dem Torhüter des SVW in Wiesbaden. Und Thorsten Ziegner sagt, weiter geht's, dranbleiben. Er will Haltung von seiner Mannschaft. 2. Durchgang. Hetwa, auffälligster Offensivakteur des MSV auf Ajani. Da fehlt nicht viel. So diese letzte Präzision, das Problem der Duisburger. Aber die Wiesbadener auch ein Stück weit zu passiv. Verpassten es hier, das 2:0 zu erzielen und effektiver Richtung Duisburger Tor zu gehen. Stattdessen Mogultai und Boadus und Ajani. Stritzel ist da. Ein insgesamt starkes Comeback des Schlussmanns der Wiesbadener. Schuss verdeckt, nicht einfach. Stritzel mit einem klasse Reflex, aber auch hier die Wiesbadener Defensive zu weit weg von den Gegenmännern im Duisburger Regen. Und Kauzinski spürt, dass hier etwas in der Luft liegt. Boadus auf Mai. Wir sind schon in der Schlussphase. Und Mai fällt. Und Stegemann zeigt auf den Punkt. Carstens im Duell der Innenverteidigertürme kommt da den Schritt zu spät. Und Mai mit Willen, mit allem, was er hat, zieht er hier den Strafstoß. Vollkommen zu Recht. Die Möglichkeit für Kolja Pusch. Eingewechselt und der 30-Jährige behält die Nerven. 90. Minute, das 1:1. Stritzel spekuliert, dass Pusch ihn ausguckt. Pusch hat aber die Ecke von Anfang an im Visier und bringt hier die MSV-Fans zum Beben. Kommt da noch etwas? Vom Tabellenzweiten, vom Aufstiegsanwärter, von der Mannschaft, die in den vergangenen Spielen alles rasiert hat. Froes eingewechselt, Bilderbuch-Konter, Müller hat was gegen den Dreier von den Gästen. Vincent Müller mit einer Glanztat. Zuvor guckt sich Wehen die komplette MSV-Defensive aus. Umschaltaktion aus dem Bilderbuch, es reicht am Ende nicht. Ziegner klaut Kauzinski 2 Punkte. Ich glaube, das war für alle, die hier im Stadion sind, eine gute Sache, dass wir hier noch einen Punkt geholt haben. Ich glaube, wir haben wieder nicht viel zugelassen. Wir haben es defensiv echt gut gemacht. Wieder so ein Scheiß-Tor bekommen. Aber ich glaube, der Punkt ist sehr, sehr verdient. Ich glaube, zweite Halbzeit haben wir hier schon sehr, sehr dominant gespielt. Ich habe nicht gesagt, wir sind eine Spitzenmannschaft. Wir haben letzte Woche gespielt wie eine, heute nicht. Heute haben wir einfach das Spiel nicht über die Zeit gebracht und auch nicht zu wenig dafür getan, das zweite Tor zu machen. Weil das wäre möglich gewesen. Ein insgesamt verdientes 1:1 und Wiesbaden kurios. Verliert 2 Punkte und das Polster auf den Relegationsplatz und rückt gleichzeitig ran an Tabellenführer Elversberg. Und der MSV rehabilitiert sich emotional und sammelt Zähler für den Klassenerhalt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.